Heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich wieder den Charakter wechseln. Zusammenfassung. Während sie die Rugetsu-Anstalt absuchte, traf Misaki Aso ein Mädchen in Schwarz, das immer wieder in dem Fragment von Misakis Erinnerung aufgetaucht war. Okay, wir werden jetzt anscheinend Misaki wieder spielen. Komm zurück auf die Insel Rugetsu. Misaki wollte wissen, welche Verbindung zwischen ihr und dem Mädchen bestand und erreichte schließlich, von dem Mädchen in Schwarz geführt, ein Zimmer. Das war das Zimmer, in dem Madoka vor 10 Jahren untergebracht war. Misaki erfuhr, dass alle 5 der damals verschwundenen Mädchen Patientinnen der Rugetsu-Anstalt waren und an dem nur auf Rugetsu auftretenden Mondlichtsyndrom litten. Auf der Insel nach Madoka fand Misaki schließlich mehr über die Vorfälle heraus, die sich vor 10 Jahren zugetragen haben. Madoka, wo bist du? Stimmt, wir sind immer noch auf der Suche nach Madoka, ne? Mit ihr? Ach Gott, das Zimmer von Ayako. Ah, das war eklig. 2 Mal jetzt schon. Phase 5. Abbild. Misaki Aso. Die mochte ich bisher am liebsten, wenn ich ehrlich bin. Ich muss Madoka suchen. Okay. Können wir... Ich gehe gleich nochmal in die Geheimräume rein von Ayakos Zimmer und werde mal schauen, ob wir... Knopf. Und werde mal schauen, ob wir dort denn in das zweite geheime Zimmer von ihr kommen. Vielleicht finden wir denn auch diese Hatsuki-Puppe oder wie die heißt. Filmtyp 61 genutzt? Nee, den will ich gar nicht nutzen. Ich will den normalen Film nutzen. Den Filmtyp 61 will ich tatsächlich nur für Bossfights nutzen. Da brauchen wir 20 Steine. Hier können wir tatsächlich ein bisschen was machen. Ich hau die Ladezeit mal höher. Und die Ladezeit hau ich auch nochmal höher. Ich finde die Ladezeit echt wichtig. Okay, wir haben hier aber tatsächlich noch mehr Sachen. Irgendwo... Ah, hier. Okay. Ich hasse Puppen, habe ich das schon mal erwähnt? Ein Tagebuch gefunden. Ayakos Notiz. Diese blöde Schwester ist wieder gekommen, um mich zu nerven. Als sie mir den Rücken zugewandt hat, habe ich sie ein bisschen geschnitten. Hat die geschrien. Das klang total hässlich. Sie ist hässlich bis in ihr Inneres. Dafür hasse ich sie. Ich mag lieber schöne Dinge. Zerquetschte Insekten, abgetrennte Hände, blutiges rotes Fleisch. Den lauten Schrei, bevor sie aufhören, sich zu bewegen. Oh. Nee, Psycate. Ich hab nur kurz gezuckt. Schöne Dinge, die sofort wieder verschwinden. Ja, das sind die schönen Dinge des Lebens. Zerquetschte Insekten und so weiter. Jeder sammelt doch schöne Spielsachen und hat sie gern. Der Doktor sagt auch, dass es gegen die Krankheit hilft, wenn ich Dinge sammle, die mir gefallen. Deswegen sammle ich schöne Dinge, immer mehr und mehr schöne Dinge. Wenn ich das nicht tue, werde ich innerlich ganz verrückt, was auch immer. Der Rest ist zu chaotisch, um etwas entziffern zu können. Oh Mann, Ayako, ey. Die arme Ayako. Auch wenn sie echt wirklich komplett durch ist, aber... Ein bisschen leid tut sie mir doch schon, ne? Ich meine, ihr wurde ja wahrscheinlich auch im Gehirn rumgestochert und solche Scheiße. Ein mächtiger Aura hält die Tür verschlossen. Okay, wir kommen da nicht durch. Das heißt, wir können auch nicht versuchen, in den zweiten abgetrennten Raum zu gehen. Ach Gott, nein! Ayako! Nee, das ist Madoka. Mädchen starrt Misaki an. Das ist doch Madoka, oder? Ist das nicht Madoka? Dieses Mädchen, ist dort irgendetwas? Okay, wir sollen doch in den Geheimraum von Ayako. Dann gehen wir doch hier rein. Da. Ich find's immer noch beeindruckend, wie entspannt sie hier in ihrem Strandoutfit durch diese Irrenanstalt. Ach Gott, Geräusch schon wieder. Oh nein.
Gerissene Notiz. Dieser Zettel wurde wohl aus einem Notizbuch gerissen. Es steht etwas darauf geschrieben. Was ist passiert? Wer war das da draußen? Warum war ihr Gesicht so zerrupft? Hilf mir, Jo! Draußen ist es so laut. Ein Gesicht wie ein zermatschtes Ei. Ein Gesicht wie ein zerquetschter Schmetterling. Ein Gesicht wie ein aufgeschnittener Bauch. So ein wabbeliges Gesicht. Was ist das? Wenn ich dieses Gesicht sehe, in meinem Kopf, ist es so laut. Was ist das? Also ich meine, man hat ja viele so Vergleiche, die man ziehen könnte, ne? Ihre Vergleiche sind schon makaber. Ich warte hier, bis auch ich ganz wabbelig werde. Ich warte. Mama. Oh. Komm ich jetzt hier durch? Oh, ich komme hier nicht durch. Okay, ich kann hier aber nochmal irgendwas untersuchen. Achso. Kann ich jetzt trotzdem noch irgendwas untersuchen? Trotzdem noch irgendein Gegenstand oder so, Nena? Okay, ne, ich muss die Tür fotografieren. Ah. Mal sehen, wo wir hin müssen. Ah, okay. Das ist die Puppe in Ayakos Zimmer. Also im Hauptzimmer. Oh. Oh, dieses Grudge-Geräusch. Warum? Warum müssen die Japaner immer dieses Geräusch einbauen? Es gibt so viele schöne andere Geräusche. Warum ausgerechnet das? wir werden hier gleich bestimmt einen Fight haben. Achso. Die Puppe aus dem Foto. Muss ich das fotografieren? Ne, fotografieren muss ich es nicht. Okay. Auf dem Schoß der Puppe lag ein rostiger Schlüssel. Bestimmt der zum... Ja, okay. Habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir gedacht, dass das der Schlüssel für den Raum sein wird. Dann wieder zurück. Bewegungen sind natürlich auch super schnell von ihr. Ich gehe hier. Oh. Nee. Warte mal. Nicht dein Ernst. Okay, ich musste abdrücken. Ich habe keine Ahnung, ob ich da irgendwie... Ey, dieses Lachen, ne? Dieses Grinsen ist so frech. Ich mach dich kaputt. Ich mach dich jetzt hier ganz einfach kaputt, Ayako. Ich komme auch näher ran. So! Natürlich. Wie es erleuchtet. Ja. Oh. Oh, das war knapp. Junge, das war knapp. Da hätte sie mich fast erwischt. Nee. Ich will gar kein Risiko eingehen. Selbst wenn sie erleuchtet ist, ist ihr Grenzen einfach noch frech, ne? Frech. Richtig frech, die Frau. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Ich habe mal eben den, ich bin mal eben auf den 14x10 Film gewechselt. Oh, ja, genau, hinter mir, selbstverständlich. Easy. Easy peasy. Okay, ich will raus aus diesem Raum. Der Raum ist nicht schön. So, werden wir hier jetzt endlich mal dieser... Ah, dahinter ist noch ein Raum.
Okay, da geht's einfach nur wieder. Oh, eine Filmrolle. Okay. Ja, ein Projektor ist ja im Speisesaal. Die Menschen auf dem Foto sehen sich einen Film an. Ist das der Projektor im Speisesaal? Ja. Gehört wohl zur Filmrolle mit dem Foto. Ich habe alle Stellen herausgeschnitten, an denen ich zu sehen war, und diesen Film zusammengestellt. Es wäre zwar sowieso nur sehr aufmerksamen Beobachtern aufgefallen, aber ich kann nicht riskieren, dass er mir auf die Schliche kommt. Ich habe ihn aufgehoben, weil Ayako sich für ihn interessiert hat. Aber wenn er ja langweilig wird, vernichte ich ihn, wie es eigentlich geplant war. Okay, überprüfe das Video. Das werden wir. Das Ding ist, ein großer Gegenstand, der in Tüchern gehüllt ist. Wo zum Henker ist diese komische Puppe? Ah, nee, doch nicht. Keine Ahnung, wo die Puppe sein soll. Das Verlangsamungsobjekt. Okay, warte mal. Wir haben hier jetzt tatsächlich mehrere Objektive, die wir reinsetzen. Ausrüstung, Objekt. Nee, mit ihr haben wir nur eins. Okay. Ich dachte, wir hätten mehr. Aber das war Ruka, wo wir mehr hatten, ne? Ruka. Schleudert abgelichtete Geister nach hinten. Nö, finde ich. Ich finde das Trägheit-Ding eigentlich schon ganz cool. Ich glaube, das rüste ich mal aus. Nehmen wir auch wieder. So. Was haben wir denn hier? Können wir irgendwas noch fotografieren? Aber was? Ich meine, ich habe ja hier irgendeine leuchtende, eine blau leuchtende Anzeige, ne? Aber es wird dieser Kasten sein. Kann mit dem aber nichts machen. Okay. Vielleicht später irgendwann. Hallo? Steuerung! Schwarzes Notizbuch. Ich habe Ayako über die Mädchen aus den Akten befragt. Von denen sie aus der Akte kennt, ist Madoka ihr Liebling, weil sie ein Spielzeug ist, das im Inneren eine schöne Farbe hat. What the fuck? Das Mädchen namens Ruka ist anscheinend schon fast komplett kaputt. Daher findet Ayako wenig Gefallen daran, ihr Schaden zuzufügen. Aber sie ist empfänglich für Klänge. Also bleibt vielleicht noch Zeit, verschiedene Dinge an ihr auszuprobieren. Auf dieser Insel gibt es immer noch die seit alters her überlieferte Mondklänge. Was wohl passiert, wenn wir sie ihr vorspielen? Es ist ziemlich schwierig, die alten Notenblätter in die moderne Notation zu übertragen. Aber es könnte uns helfen, diese eine Phrase zu bestimmen. Das Mädchen namens Misaki ist ihr zu aufgeweckt und sie mag nicht, dass Misaki so unberechenbar in ihrem Handeln ist. Mit dem Mädchen in Schwarz, das immer bei Misaki ist, kommt Ayako nicht gut zurecht und sie kann es nicht besonders leiden. Anscheinend ist sie sauer, dass es ihr beim Spielen mit ihrem Spielzeug in die Quere gekommen ist. Jedenfalls hat Misaki dasselbe spirituelle Potenzial wie meine Schwester. Dieses Mädchen, diesen Körper, können wir gut gebrauchen. Das ist schön. Okay, nee. Also, eigentlich ist es überhaupt nicht schön, ne? Kann ich das nicht wegziehen oder so? Also irgendwas muss ich hier doch machen können. Also besonders hier auch mit der Kamera. Hier ist aber auch egal, welches Objektiv ich hier jetzt nehme. Muss mal kurz gucken, wie sah das Objektiv überhaupt aus, das ich hier gerne nehmen möchte. Betäubung, Trägheit. Ja, das ist gerade das, was wir nutzen, ne? Ja. Okay, ich habe keine Ahnung, warum ich hier nichts ablichten kann.
Obwohl ich die Anzeige hier oben ja auch noch habe. Also besonders hier mit dem Kasten, ne? Soll ich den Kasten einfach mal fotografieren? Aber passiert nichts. Ansonsten ist hier auch nichts. Ah. Jetzt hat's funktioniert. Okay. Schädel im Operationsraum. Das heißt, wenn wir wieder mit dem Detektiv spielen. Entschuldigung. Wenn wir wieder mit dem Detektiv spielen, dann müssen wir mal in den Operationsraum und uns da so einen Schädel angucken. War hier nicht ein Speicher? Wo ist der Speicher hin? Hier war doch ein Speicher. Ach nee, der Speicher ist unten. Okay. Ja. Danke. Ah. Okay, der Speicher ist unten. Warte, weil ich... Ah. Ganz durcheinander. Wir müssen sowieso nach unten. Oh. Voll erwischt. So, ganze speichern wir hier auch einmal ab. Haben ja wieder was geschafft hier. Okay. Ab in den Speisesaal. Dann schauen wir uns mal die Filmrolle an. Was? Okay. Das ist nichts. Ich hab hier irgendwas Blaues. Ja? Ah, hier. Was sind das eigentlich wieder für Stimmen, die wir hier hören? Die kommen aus dem Speisesaal, glaube ich. Optimierung. Ach, okay. Bisschen zu wenig. Ja, ich glaube, die kommen aus dem Speisesaal. Ach so. Ja, na klar. Warte. Item. Ich hab's genau gesehen gerade. Hier, es hat geleuchtet. Oh. Ah, die hätte ich fotografieren müssen, ne? Shit. Ah, okay. Egal. Jetzt zu spät. Ich dachte, die würden hier tatsächlich weiterhin sitzen bleiben. Abspielen. Okay, gucken wir uns erstmal einen Film an. Aber die Dame im Rot ist eine Tänzerin. Wer ist das denn? Madoka. Oh nee, nicht schon wieder Madoka. Oh, Madoka war böse. Oh. Nein. Aua. Oh, ja.
Ich versuche mal einen Crit zu landen. Ja. Ja. Und eine gute Kombo. Eine gute Kombi. Okay. Oh nein. Nochmal drehen. Danke. Ah, jetzt dreht sie doch am Rad, oder? Nee. Sie ist überall. Und Ding, oder? Oh, diese Steuerung, Alter. Die ist echt. Huiuiui, ey. Oh. An der Stelle, wo sich der Geist verlagert, war es eine Notiz gefunden. Madoka 6. Ich frage mich, ob Misaki sie gefunden hat. Ihre beste Freundin, von der sie immer gesprochen hat, als sie klein war. Eigentlich habe ich es immer schon gewusst, dass ich nur ein Spielzeug war, ein Ersatz für ihre beste Freundin. Seit mich Misakis Familie bei sich aufgenommen hat, war ich nur ein Ersatz für sie. Misaki hat sich davor gefürchtet, sich an sie zu erinnern. Immer schon. Es war schwer für mich, dass sie mich immer links liegen gelassen hat. Also wenn Misaki ihre beste Freundin einfach vergessen hätte, ich hätte ihr bestimmt keine Tränen nachgeweint. Ich gehe zurück in mein Zimmer. Misaki, geh du auch zurück in dein Zimmer. Zurück zu ihr. Du kannst dich jetzt erinnern. Mach schon. Es ist okay. Es ist okay. Leer, leer. Ach, sterbt doch einfach beide. Okay. Es ist leicht eskaliert am Ende. Warte, was? Suche nach Hinweisen zu jenem Mädchen. Zu welchem Mädchen soll ich denn jetzt Hinweise sammeln? Zu Ruka? Also muss ich wieder in den dritten Stock? Geh ich mal von aus, oder? Gakeri Sendo. Hier ist das Zimmer von Gakeri Sendo. Spezialbehandlungszimmer. Der Korridor. Wir gehen mal in den dritten Stock. Also ich wüsste jetzt sonst nicht, wo wir sonst hin sollten. Oh, hier war tatsächlich noch irgendwas. Ah. Tatsächlich. War noch was. Geiststeine, sehr schön. Dann hau ich mal die Trägheit hoch, tatsächlich. Die benutzen wir ja gerade. Okay. Bevor wir hochfahren, speichern wir das Ganze nochmal. Wobei. Da siehst du, ich wusste doch, wir sollen den dritten Stock. Ich hab's mir gedacht, dass wir den dritten Stock sollen. Also gehe ich jetzt mal von aus, dass sie auch meinte, dass wir den dritten sollen, oder? Ja, danke. Ah. So, Aufzüge, Fahrstühle sind immer sicher. Ich habe noch kein Horrorspiel gesehen, bei dem ein Fahrstuhl nicht sicher war. Seht ihr? Ah! Okay. Das war random.
Einmal schnell gespeichert. Und ich sehe hier schon den Gegenstand. Okay, das war gerade echt random mit der Frau da. Oh, 15 Stück. Uiuiui, das ist ganz schön viel. Da optimieren wir doch mal direkt. Oder auch nicht. Weil ich könnte die Ladezeit noch optimieren. Nach einem Geschirr wird verringert. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Komm, das machen wir. Denn es ist voll. Brauche ich mir darüber keine Gedanken mehr machen. Okay, ich vermute mal, an dem Rollstuhl hier kommen wir jetzt nicht vorbei. Ja, das ist wunderbar, Fabio. Das ist wunderbar. Das ist sehr gut, dass du irgend so einen kranken Typ, der irgendwelche kranken japanischen Horrorspiele streamt und eine Boxershorts auf dem Kopf hast, cool findest. Der Kassettenrekorder, den ich in der Klinik bekommen habe, scheint noch zu funktionieren. Patientengespräch Misaki Aso. Darin befindet sich eine Kassette, was wohl drauf zu hören ist. Ja, das werden wir uns gleich anhören. Ist hier sonst noch irgendetwas? Ah, wir haben hier sonst noch... Hm? Ah, hier unten. Oh, nee. Mit mir nicht. Die Steine, die holen wir uns. Was ist denn für ein Gesicht? Hast du gesehen? Wer macht denn solche Bilder? Oh, Gottes Willen, ey. Wer hängen sich denn solche Bilder hier hin? Okay, Aufzeichnung. Stimmen müsste das sein, ne? Genau. Patientengespräch Misaki Aso.私、お姉ちゃんと同じなの?言ってたよ。同じだって。霊媒だって。そうか。そうだね。大丈夫。何も心配することはないよ。一緒にいれば私みたいにならないって言ってた。ねえ。あれを試してみようか。 Wow, okay. Sehr unschön. Aber gut. Ja, ab in den verfluchten dritten... ab in den verfluchten Flur des dritten Stockwerks. Hier vorne. Eigentlich doch. Nochmal 10. Warte, dann können wir doch direkt noch was upgraden, oder? Mit 15? Mit 10. Ja, nee, Geisteskraft, Reichweite. Fand ich jetzt nicht so wichtig, wenn ich ehrlich bin. Dann schon eher die Sensibilität und die maximale Kraft. Aber als nächstes werde ich die maximale Kraft einmal upgraden. Bevor ich die initiale Aufladegeschwindigkeit upgrade. So, welches Zimmer war das? Ruka. Okay, wir gehen mal in Rukas Zimmer. In unser eigenes Zimmer quasi. Oder auch nicht. Dann, welches Zimmer ist das? Das ist Yuko Magaki. Okay. Okay, 309 geht auch nicht auf. Müssen wir bestimmt in Madokas Zimmer, ne? Oder Misaki? Komm, Misaki? Auch zu. Na gut. Dann... Oder so. Ich werde trotzdem nochmal versuchen, die Tür hier zu öffnen. Okay. Was müssen wir denn machen, um die Tür hier zu öffnen? Ist das der Rollstuhl im Flur?
Steht irgendwo vom Kamin oder so, ne? Also wenn da ein Rollstuhl ist, dann wird das wahrscheinlich der hier gemeint. Der wird garantiert der hier gemeint sein im Flur. Ey, diese umherwandernden Geister, ne? Die kriegen mich jedes Mal. Die sind schlimmer als jeder zu bekämpfende Geist. Das ist doch. Ist das gewollt? Das ist nicht in Ordnung. Ach so, der Rollstuhl ist weg, natürlich. Natürlich ist jetzt der Rollstuhl weg. Wo geht's denn hier hin? Hier geht's ins Zimmer von der Frau in Schwarz, ne? Ja. Ah. Okay, dann müssen wir gleich die Frau in Schwarz bekämpfen. Dann gehe ich sehr stark davon aus, dass wir gleich die Frau in Schwarz bekämpfen müssen. Okay. Ah, Steuerung. Noch ein 61er Film. Das sagt schon einiges, dass wir jetzt noch einen 61er Film gefunden haben. Ich glaube, sobald wir reingehen, dann kriegen wir das. Ich sag ja, diese Wandergeister, ne? Leute. Ey, die sind richtig uncool. Die sind richtig uncool. Das schwarz bekleidete Mädchen starrt Misaki mit dunklem Blick an, als ob sie um etwas bitten will. Was will sie von Misaki? Mädchen im Aufzug. Das schwarz gekleidete Mädchen steht im Aufzug. Wohin will sie Misaki wohl führen? Madoka, Misaki und Ruka laufen lachend und unbesonnen irgendwo hin. Wohin laufen die arglosen Mädchen? Und was erwartet sie an diesem Ort? Mädchen spähen in ein Zimmer. Das Ziel der drei Mädchen ist eine verschlossene Tür. Als sie durch den Spalt spähen, öffnet sich das Tor zu einer fremdartigen Welt. Ach so, ja, na, ja klar. Schädel im Operationsraum. Im Gepäck des Yohaibara bei seiner Ankunft vom Festland bei sich hatte, waren viele Dinge, die wohl von seinen Experimenten stammen. Geist. Ayako erblüht. Okay. Ja. Ayako erblüht brauchen wir ja tatsächlich gar nicht mehr. Okay. Oh. Hm. Das ist die zweite Hälfte der Maske. Oh, Gottes Willen. Warum hängt man sich denn solche Bilder auf? Okay, wir suchen hier erstmal. Wir untersuchen hier erstmal. Oh. Warum ist hier ein Sarg? Was ist denn das für ein Zimmer, bitte? Ja, untersuchen, danke. Okay. Bevor wir hier überhaupt irgendwas machen, ich glaube, wir müssten jetzt genug... Nee, ach Mist, wir brauchen 30, keine 20. Ah, schade, okay. Okay, ja. Ich glaube... Können wir den Schrank öffnen? Nee. Okay. Ja. Gib mir. Abnehmender Mondschlüssel, Herbstlaub. Das Muster des abnehmenden Mondes, der Schlüssel für mein Zimmer? Warum denn mein Zimmer? Okay, das ist der Schlüssel für
Misaki Sim. Hä? Warte mal. Sieht Misaki. Ich dachte, wir spielen Ruka. Ich dachte die ganze Zeit, wir spielen Ruka. Hä? Jetzt bin ich völlig durcheinander. Ach so. Ja, klar. Alter. Ja, das ist ein Sarg. Kageri Sendos Brief. Ich bin schon seit meiner Geburt tot. Was? Aber du warst anders. Dasselbe Blut fließt durch unsere Adern, aber du bist lebendig. Daher musstest auch du leben. Daher musstest auch du lebend und doch tot werden. Wenn auch du leben kannst, während du schon tot bist, können wir beide zu unserem kleinen Zimmer zurückkehren. Wenn du leben kannst, während du schon tot bist, werden die beiden Muscheln sich perfekt verschließen. Wenn du leben kannst, während du schon tot bist, werden die Blumen für immer blühen. Du bist ich. Du bist ich. Endlich bist du ich geworden. Hier werde ich ewig blühen. Krass. Okay, warte mal. Denn, also wir haben ja gelernt, dass die das Ritual machen, sie sind dann tot, setzen sich von jemand anderes die Maske auf und werden dann zu diesemjenigen, zu demjenigen. Das heißt, dass... Wenn ich das jetzt richtig interpretiere hier, dass hier diese Kageri Sendo sich ihre Maske aufgesetzt hat, aber schon tot ist, ne? Also sie ist schon tot, deswegen auch der Sarg und die ganzen Särge hier. Ihr wurde eine Maske aufgesetzt und sie dachte, dass ihre Leiche ihre Schwester ist, obwohl sie das selber ist. Und sie hat sich quasi selber die ganze Zeit hier herumkuschiert als Puppe. So, ne, sie hat sich selber als Puppe irgendwie nachgebracht. Oder die Puppe ist tatsächlich ihr Leichnam. Nee, ich denke mal schon, dass es dann eine Puppe ist, ne? Die sie selber gebastelt hat, aber die Puppe nach ihrem eigenen Abbild. Somit hat sie ihre eigene Puppe herumgefahren. Kann man das so interpretieren? Bin ich da etwa was ganz Heißem auf der Spur oder liege ich einfach völlig daneben? Wahrscheinlich liege ich völlig daneben. Hier ist noch ein Sarg. Okay, ja, aber da lag nichts drin. Warum so viele? Das frage ich mich auch, warum so viele? Ich meine, hier sind noch mehr Särge. Wer braucht denn so viele Särge? Noch ein Brief. Sprich weiter, die Ewigkeit wankt. Sag etwas, irgendetwas. Selbst wenn es etwas Verletzendes ist. Wie kann ich deine Stimmung heben? Wenn du einsam bist, kann ich dir Freunde erschaffen, die lebend und doch tot sind. Sag mir, was willst du? Also sind damit die Puppen gemeint? Oder die Masken? Ich bin jetzt gerade selber verwirrt. Aber sie hat ja Puppen gebastelt, ne? Und das sind ihre Briefe? Also kann man davon ausgehen, dass denn doch die Puppen gemeint sind? Wollen wir heute jemanden suchen gehen? Oder die in mein Zimmer gespäht haben? Ich werde sie zerquetschen. Gott, warum will denn hier jeder jeden zerquetschen? Oh nee, ich will hier raus. Oh, wir müssen gleich bekämpfen, garantiert. Ach Gott, diese Puppe ist auch super eklig, ne? Mit ihrem... Aber sie hat auch diese Maske auf. Das hat was mit diesen scheiß Masken zu tun. Die einen aufgesetzt werden und man denn selber zu dieser Maske, zu dieser Person wird. Und, ja, genau. Wandergeist. Throw and flashback. Warum ist denn? Ah! Oh, fuck. Das ist das, ne? Kannst du ein bisschen sehen? Die beiden waren unzertrennlich, doch... warte mal. Oh. Oh. Es gab bestimmt einen Maskenball, ja. Alles klar. Man merkt, die Gebrüder Lustig sind wieder im Chat vertreten. Geht eigentlich noch, dass jetzt irgend so ein flaches Ding noch vom Psycate kommt. Die beiden waren unzertrennlich, doch als das, woran die eine geglaubt hatte, Lügen gestraft wurde, stürzte sie in einen Strudel der Verzweiflung. Okay.
Kommen wir jetzt raus oder müssen wir sie jetzt bekämpfen? Ah, wir müssen sie bekämpfen. Jetzt geht's los. Ja, genau. Was? Nee. Ach so. Ja, klar. Oh Gott, das ist das die Schwester. Oh. Ich nehme mal den anderen Film. Ich habe einen Film verschwendet. Oh. Warte mal. Ach so. Ich kann. Was? Ah. Okay. Oh. Wer war das gerade? Das war richtig ungemütlich. Sendos Abschiedsbrief. Oh. Ja, ja, ey. Der Stift ging gerade aber ganz woanders hin. Ich dachte, wenn ich deine Gefühle akzeptiere, würde alles enden. Es ist mir egal, ob du mich damals absichtlich geschubst hast. Es ist mir egal, dass ich nicht mehr laufen kann. Ich vergebe dir alles. Ich sollte gar nicht hier sein. Wegen mir bist du in die Dunkelheit eingetaucht. Weil ich dich hineingelassen habe, kannst du nicht aus der Dunkelheit herauskommen. Ich verstehe jetzt. Egal, wo ich mich verstecke, du wirst mich immer weitersuchen. Egal, wohin ich fliehe, du wirst niemals aufgeben. Daher bleibt mir keine andere Wahl. Ich bete, dass Licht in dein Herz trete. Boah, schon sehr dark, ne? Ey, das war auch super eklig, als die Puppe sich zu uns gedreht hatte, oder? Als ich die Kamera auspackte und die Puppe hat uns direkt in die Kameralinse gestarrt. Oh, ganz widerlich. Ganz, ganz widerlich. Nee, ich will hier raus. Lass mich bitte, ja, danke. Upsi, schreibt die Leiche, ja, ja. Die Leiche. Ja, es war klar. Es kann nur Leichi, Psycate oder Searcher gewesen sein. Der Pudding ist noch recht human zu mir. Ja, genau. Die hat mir Hallo gesagt. Ja, einmal Grüß Gott gegeben und ist dann wieder verschwunden. Warte, wo laufen wir denn hin? Wir müssen einmal rum, ne? Ja, wir müssen einmal rum. Okay. Was war das Zimmer? Oh, das sieht wenigstens normal aus. Oder? Also. Ah, das sieht ja normal aus. Ich meine, diese anderen Zimmer da von Ayako und dieser Frau in Schwarz, das war ja völlig krank. Das ist eine Puppe? Eine Puppe. Nee, Leichi, der war überhaupt nicht harmlos. Der Skill war vielleicht harmlos, aber der Moment. Der Moment hat es gemacht. Es ist immer eine Frage der Prise, genauso wie eine Frage des Timings. Nicht? Liebe Leute? Da ist noch eine Puppe. Oh. Warte, die kann ich nicht ablichten? Achso, okay, dann nicht. Ein Schrank voller Frauen- und Kinderkleidung. Der Korb enthält unter anderem alte Puppen, Spielsachen und Hüte. Oh, immer so viele Puppen. Niemand mag Puppen. Niemand. Wirklich niemand. Was ist das? Auf dem Deckel der Schatulle ist ein Karpfenmotiv. Die entscheidende Holzplatte fehlt. Ah. Okay. Aso Misaki, weiblich, 7 Jahre, Zimmer 310, abnehmender Mond, eventuell geknospt, starker Gedächtnisverlust, wiederholt unklare Wahrnehmung ihres Selbst und Furcht vor Spiegeln. Die Symptome, charakteristisch für fortgeschrittenes Mondlichtsyndrom, sind deutlich und lassen keine andere Diagnose zu. Sehr fortgeschrittenes Stadium. Wie auch im Fall der Patientin aus Zimmer 412, Eismond, erkennbar, begünstigt spirituelles Potenzial der Patientin das Fortschreiten von MLS.
Vollständige Heilung von Patientinnen, bei denen das Syndrom vor dem 12. Lebensjahr ausgebrochen ist, gestaltet sich schwierig. Auch in vermeintlich geheilten Fällen ist die Gefahr eines Rückfalls durch äußere Umstände oder psychische Schocks äußerst hoch. Bitte beobachten und dokumentieren Sie die Symptome sorgfältig und ausführlich. Anmerkung: Erprobung einer experimentellen Behandlungsmethode vorgesehen, mit der vielleicht auch die Patientin aus Zimmer 412 geheilt werden kann. Anhang: Was ihre Weigerung betrifft, sich von ihrer besten Freundin zu trennen, da diese ihren Zustand zu stabilisieren scheint, versuchen sie nicht, die beiden zu trennen. Oh. Um Gottes Willen. Zum Henker. Oh, wer ist das denn? Ja, genau. Okay. Oh, Gottes Willen, du bist sehr nah dran, Junge. Okay, der hatte keine Lust. Nicht mit mich. Nicht mit mich. Nee, nee, nee. Das Blut haben die Geister gerade verspritzt. Naja, also Geisterblut. Plasma? Ektoplasma? Man weiß es nicht. Irgendwas. Sucht es euch aus. Ey, das war gerade ziemlich gut. Ein Einfangobjekt erhalten. Okay, okay. Wir wechseln aber nochmal den Film, weil ich habe jetzt tatsächlich ein paar Filme verbraucht hier, ne? Wir haben nur noch 7. Speichern wir mal auf. Aber das war gerade ganz gut, dass ich Filmtyp auf Filmtyp 61 gewechselt bin, weil es doch 2 war. 2 Geister auf Engraum, die wollte ich doch schnellstmöglich bekämpfen. Achso. Objektive. Was ist denn das? Was macht denn das? Was ist das? Was macht das? Einfangen. Richtet bei Gebrauch das Sichtfeld auf den nächsten Geist aus. Ja, okay. Ja, gut. Also. Das Ding ist, wenn ich L2 drücke und ich den Geist sehe, klar, also die Kamera dreht sich dann wahrscheinlich. Na klar. Die Kamera dreht sich dann wahrscheinlich automatisch zum Geist, aber. Das können wir auch selber machen. Dann muss ich halt. Die Steuerung ist zwar nicht perfekt, aber das kriegen wir schon hin. Dann mache ich lieber mehr Schaden oder betäube sie oder solche Scherze. Langsame sie. Wegen der besonderen, der meisten Erfindungen, die auf meinen Prinzipien beruhen, ist beim Umgang mit ihnen Vorsicht gebot. Ich fasse hier die Verwendungszwecke zusammen und schreibe nieder, wie man die Geistertaschenlampe, eine Lampe, die gebaut wurde, um mit Mondlicht die Erinnerung vom Mondlicht-Syndrom-Patienten wiederherzustellen. Sie sammelt Mondlicht, das verlorene Erinnerungen erweckt. Damit sollte sich die Krankheit behandeln und der Blühen effektiv verhindern lassen. Das Geisterradio verwendet ein Erz, eine besondere Frequenz und macht die remanente Gedanken genannt werden, in anderen Worten die Wünsche der Toten, hörbar. Jedoch können besonders starke Gedanken, in anderen Worten Stimmen von Groll und Verbitterung, den Leib und die Seele desjenigen, der sie hört, verschlingen. Vorsicht geboten. Die Kamera Obscura ist ein Gerät, das die unsichtbaren Seelen, die verwenden, spirituellen Intuition gefangen fassen, besessen. Ja. Der Rest ist schwer zerfressen und nicht mehr zu entziffern.
Ja gut, das davor war auch nicht mehr richtig zu entziffern, ne? Ein defektes ein Kristallempfänger. Die Schubladen der Kommode sind voller Kinderkleidung. Okay, ja. Haben mich auf dem Bett noch was? Achso, warte mal, warte mal. Wir haben hier... Also irgendein Geist scheint hier noch sein Unwesen zu treiben. Ach Gott, natürlich. Da kommt doch gleich irgendwas... Irgendeine Hand kommt da doch gleich beim Bett hervor, oder? Unterm Bett hervor? Okay, nee. Ah! Eine Karpfenplatte. Ja, sehr schön. Dann lösen wir mal das Karpfenrätsel. Auf dem Deckel... Wenn es korrekt angeordnet ist, sollte sie sich öffnen. Schatulle hat sich geöffnet. In der Schatulle ist ein kleiner Schlüssel. Bin das auf dem Foto etwa ich? Und wer ist die andere Frau? Phase 5 abgeschlossen. Abbild. Das verzerrte Gesicht im Spiegel. Die schwindelerregende Musik, die in der Rogetsu-Anstalt gespielt wird. Was sind das für Behandlungsmethoden, die dort angewandt wurden? Wieso wurden die Patienten zu Geistern und wandern seitdem in der Anstalt umher? Zweifel und Fragen erwachten in Ruka, als sie schließlich einen ihr bekannten Raum erreicht, ihr Krankenzimmer aus längst vergangenen Tagen. Phase 6, Mondlied. Ruka Minatsuki. Okay, jetzt spielen wir Ruka. Okay, das ist Ruka, ja. Meine Güte, ich krieg sie alle durcheinander. Ich krieg sie alle. Das war mein Zimmer. Okay, wir sind auch im dritten Stock. Mit Ruka. Es gibt 13 Chapter in diesem Spiel. Okay, okay. Was zum... Was? Ah, das war da unten im Keller, ne? Da wurde doch dieses... Nee, das war, wenn wir durch das Büro... Wenn wir durch das Büro des Chefchirurgen, des Haibara gehen. Da ist doch diese Geheimtür aufgegangen. Wenn wir da die Treppen runtergegangen sind, da wurden doch diese Rituale da vollführt, oder? War das nicht so? War das nicht da? Findet ihr die fünf Priesterinnen auf dem Foto? Ah, Bär, wie kommen wir denn von hier dorthin? Oder war das im Kellergeschoss? Nee, im Kellergeschoss war das nicht. Das ist der Innenhof.
Hier ist das auch. Sorry. Ja, das war dieses Ding von dem, genau. Dem aus, wie er aus dem Büro von diesem Haibara, von dem Chefarzt, sind wir hier reingekommen. Dann konnten wir hier noch eine Treppe runter und dann sind wir hier längs gegangen. Und hier an der Tür haben wir eine Cutscene gesehen. Und hier standen noch die ganzen Priesterinnen, oder nicht? In der Mondscheinhöhle. Aber wie kommen wir. Wie kommen wir denn jetzt in die Haibara-Klinik? Haibara-Klinik, erster Stock, Hintertür. Schmaler Bambuspfad. Friedhof. Nö, da will ich nicht hin. Nö, zum Friedhof muss ich sein. Bin ganz ehrlich. Friedhof müssen wir nicht. Wo geht's denn hier hin? Weg zur Haibara-Klinik. Korridor vor dem Büro des Direktors. Ja, und hier vom Büro des Direktors geht die Treppe nach unten. Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, wie wir. Okay, ich hab keine Ahnung, wo wir. Ich hab echt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ja, okay. Den kriege ich ja nie zu fassen. Okay, ich hole mir erstmal das Item und dann verfolgen wir den mal. Nee, diesmal nicht. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Okay, wir haben wieder 15. Können wir ja gleich sogar verbessern, ne? Davon haben wir 20. Da machen wir aber die maximale Kraft tatsächlich. Okay, wir gehen den Typ mal hinterher. Wird schon richtig sein, wo die uns hinführen hier, ne? Diese Wandergeister, das war eigentlich immer. Die haben uns eigentlich immer so dahin geführt, wo wir hin sollten. Oh. Oh. Das Bild ist ja richtig uncool. Ich heb erstmal den Gegenstand auf. Ach, Astro, ja moin. Ja, natürlich, natürlich. Unser Astrofotograf. Machst du noch schöne Bilder weiterhin? Ich hoffe doch. Wieder die Priesterin. Die Gesichter auf dem Bild sind verschwommen und verzerrt. Da ist etwas heruntergefallen, das hinter dem Bild war. Oh, okay. Heben wir mal direkt auf. Aber herzlich willkommen, Ivan. Herzlich willkommen. Erntemondschlüssel. In den Anhänger des Schlüssels ist ein Suzuki-Grasmuskel geschnitzt. Auf der Rückseite des Schilds steht Zimmer 308, blasser Mond. Okay. Ach so. Ah, ja, das ist natürlich super. Ja. Ich sehe eine Puppe. Wie gut, dass wir dem wandernden Geist gefolgt sind. Ich sag ja. Wir müssen den wandernden Geistern folgen. Die bringen uns dem Rätsel, die Lösung des Rätsels näher. Ah. Steht Rogetsu-Anstalt Galerie da drauf? Nur die Worte, Werke gespendet von Yuko Magaki sind noch lesbar.
Höchst interessant, höchst interessant. Wo komme ich hier rein? War Blasser Mond nicht auch noch irgendwas? Ah, okay, kommen wir nicht rein. Ja, was geht ab? Ja, wie du siehst, bin ich hier wieder voll im Horror drin. Ich werde hier, ach nee, es ist wieder irgendein... Ja, natürlich. Ah, er geht in das Zimmer rein, okay. Ah, ich kann ihn gar nicht fotografieren. Wie du siehst, sind wir hier am japanischen Horror unterwegs. Das Spiel ist auch recht nicht ohne. Also, ich habe mich hier schon ein paar Mal fast in die Hose gemacht. Ja. Oh Gott. Warum? Warum machst du das? Ja, 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 komm. Ach, Gott sei Dank. Mann bemalt den Boden. Ich will die Punkte haben. Gebt mir die Punkte. Oh, Gottes Willen. Das ist ja wieder so ein schräges Zimmer. Was ist denn hier los, sag mal? Erstmal adios. Alles klar, Leichi. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Und auf jeden Fall dennoch eine gute Restbesserung. Ich sag's mal so. Dass du dann bald wieder zu 100% auf dem Damm bist. Ja. Riechender Mann. Okay. Warum nicht? Was haben wir denn noch hier? Geh mal in die Geisterliste rein. Mann bemalt Boden. Der Patient Yuko Magaki lebt den Wahnsinn in seinem Kopf in seinen abscheulichen Bildern aus. Magaki malt Visionen von drohender Zerstörung auf dem Boden. Sind sie bloß Zeichen seines Wahnsinns oder eine Offenbarung der kommenden Apokalypse? Ich glaube eher letzteres, wa? Ah, Rachegeister, 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 ich. Eine lebensgroße Puppe, die in einem Rollstuhl sitzt. Sie ist ein Abbild von Kageri Sendos Zwillingsschwester, in die sie ganz vernarrt ist. Ja, das Ding ist, ist das wirklich ihre Zwillingsschwester oder ist es einfach nur sie in Persona mit der Maske? Alles verwirrend. Alles verwirrend. So, warte, wir können doch bestimmt das Bild hier anschauen. Steuerung, bitte. Gottes Willen, ey. Steuerung ist echt... Eieiei. Aber gut, wie gesagt, ne, die Steuerung ist halt echt für die Nintendo Wii konzipiert worden. Ah! Da hat es meinen Controller zerrissen. Danke. Sehr schön, Leute. Hier sind ja auch wieder solche Puppen, ey. Warum? Warum müssen hier überall solche Puppen sein? Zahlreiche Gemälde schmücken die Wand. Okay. Wir heben jetzt mal das Item hier auf. Aber da müssen, glaube ich, noch mehr Items sein hier. Huch. Die Visionen führen meinen Pinsel. Schwarz und still. Ich bin nicht da. Niemand ist da. Nichts ist da. Meine Erinnerungen werden ausgeschwärzt und das daraus resultierende Schwarz wird immer und immer wieder neu schwarz übermalt. Aber die Visionen kommen nur aus absoluter Dunkelheit emporgestiegen. Ich verbrenne meine Erinnerung im Austausch gegen die Visionen. Die Visionen sind grell. Die Visionen sind grell wie ein Kaleidoskop und verändern sich immerzu. Indem ich diese Momente fixiere, wird meine Dunkelheit von einem Licht durchbrochen. Komm, 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 komm. Ah. Gott, die sind alle so durch, ne? Krass. Nur durch dieses Maskenritual, was diese Priesterinnen da durchführen immer. Also... Gehe ich mal von aus, dass es hauptsächlich daran liegt. Okay, wir haben 43. Wir machen jetzt maximale Kraft. So. Damit wir hier auch mal ein bisschen mehr Schaden fahren, ne? Da haben wir hier sonst noch was? Ich glaube ansonsten, okay. Ich glaube, wenn ich gleich an die Tür gehe, werde ich den Geist hier bekämpfen müssen.
Oh, nee. Oh, oh. Okay. Das ist mir neu. Aber wir können jetzt in unser Zimmer rein. Ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass wir den Typ da jetzt bekämpfen müssen in seinem Zimmer. Ah, das sieht ja auch noch recht normal aus, das Zimmer. Weiß nicht, warum... Okay. Eine Kassette mit einer Aufnahme eines Patientengesprächs. Okay, das hören wir uns mal direkt an. Okay, wow. Ey. Ja, Ivan, denn herzlich willkommen zurück. Okay, wow, das war ja. Okay, das kennen wir ja schon. Ey, das ist so krank, dass die hier, die Kinder, die kranken Kinder, denn zusätzlich noch als Versuchskaninchen für dieses Kagura, für die Mondlichtzeremonie benutzen. Ist super krank. Ah, shit. Nein. Ach Gott. Ja, gut. Ich meine, die kranken Kinder sind ja schon krank, ne? Und dann werden die halt... Und dann werden die halt noch für deren Experimente noch kranker gemacht und... Ah, es ist sehr, sehr uncool. Sehr, sehr uncool. Okay, das Bett untersuchen wir gleich. Ja, da steht da eine Spieluhr eingebabert an der Schatulle, okay. Oh. Geräusche sind auch sehr uncool, muss ich sagen. Ich war hier. Was ist hier mit mir passiert? Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ja, das wird... Diese komische Maske! Nimmt die Maske ab, bitte. Aber wir können uns selber ja auch gar nicht mehr retten. Ich hab's noch nicht so ganz... Ich hab's noch nicht so ganz verstanden. Also wir... Die Misaki lebt noch und Ruka lebt noch. Und der Detektiv. So mehr haben wir bisher ja noch nicht gespielt. Ne? Das sind nur die drei Charaktere. Ruka ist hier, um ihre Erinnerung zu finden, genauso wie Misaki. Und der Detektiv versucht einfach nur herauszufinden, was hier generell passiert ist. Ich bin jetzt schon eine Weile im Krankenhaus. Ich habe Freundinnen in meinem Alter gefunden und die Schwestern sind auch sehr nett zu mir. Aber trotzdem bin ich manchmal traurig. Warum setzt du mir eine Maske auf? Warum machst du das gleiche wie Papa? Wenn der Doktor mir diese Musik vorspielt, erinnere ich mich an schreckliche Dinge. Ich will ja gesund werden und mich erinnern für Mama, aber die Erinnerung macht mir Angst. Mein Zuhause, die Masken, mein Papa, der Rücken vom Papa, er dreht sich um und der Rest ist nicht zu entziffern. Okay. Das ist super uncool. Also hat unser Vater uns schon die Masken aufgesetzt, wodurch wir vermeintlich krank wurden, dann hierher geschickt wurden und hier wurden uns die Masken dann auch aufgesetzt, um daran zu forschen, wie wir immer verrückter werden. Das ist sehr toll. Das ist wunderbar. Grandios. Wow, das ist super krank.
Einfach super krank. Oh, 5 Steinchen. Können wir was upgraden? Tatsächlich. Haben wir die Trägheit oder die starken? Ach komm. Ich mach die einmal komplett. Perfekt. Ich mach die einmal komplett. So. Dann haben wir die schon. Diese Musik, es klingt so, als käme sie aus einer Spieluhr. Das war hier, ne? Die Spieluhr. Diese Musik von vorhin, funktioniert diese Spieluhr etwa noch? Hier fehlt ein Zahnrad, aber wie konnte sie dann vorhin spielen? Ja, das werden wir jetzt herausfinden. Oh. Ah, wo war das denn noch? Ja, ich kenne diesen Raum. Ich kenne den Raum auch. Misakis Raum. Okay, dann gehen wir in Misakis Raum. Wenn wir im... Okay. Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Der Nachbarsraum. Guten Tag. Uka kommt. Okay. In der Wiege lag ein Zahnrad. Ach, natürlich. Ich muss das nochmal umändern, dass die Dixper-Skills nicht über der Cam sind. Muss ich nochmal umändern. Ja. Okay. Ist ja gut. Hier ist noch ein Gegenstand. Hier. Ich hatte es gesehen, dass hier noch ein Gegenstand ist. Ja, falls du noch nicht alle Channels siehst, Ivan, ich werde dich dann später nach dem Stream, werde ich dich dann komplett freischalten. Ansonsten, falls du den Channel Regeln siehst, da kannst du einmal auf den Haken reagieren, dann müsstest du auch alles sehen. Ich hoffe, es funktioniert noch. Wow. Ein Geheimnis von Mama. Unter dem was? Unter dem Bett? Oder hier? Ist auch der komische Kopf runtergefallen. unter dem Bett? Ich möchte das Geheimnis finden. Eine rote Wiege. Okay, voller. Aber hier. Ne? Aber hier scheint nichts mehr zu sein. Okay, ich habe keine Ahnung. Wir gehen wieder zurück. Unter dem, was auch immer. Okay.
Reparieren wir mal die Spieluhr. Ja, alles klar. Huch. Warte, was? Müssen sich alle Zahnrädchen drehen? Okay. Was? Diese Melodie, ich kenne sie von irgendwoher. Wenn ich sie auf dem Klavier spiele, erinnere ich mich vielleicht. Okay. Natürlich. Ach, das wieder, okay. Oh Gott. Ich kenne das Lied. Ich habe es schon mal irgendwo gehört. Wenn ich noch besser werde, dann was? Dann sehe ich noch mehr Geister. Was ist das für ein Ort? Er wirkt irgendwie sehr vertraut. Können wir die Puppe abfotografieren? Nee, keine. Keine Hui-Hui-Hui-Bu-Puppe. Okay, da ist eine Tür. Hier haben wir was. Sehr schön. Rukas Tagebuch 2. Heute habe ich wieder im Garten gespielt. Von der Arbeitsstätte hörte ich ein Klopfen. Ich dachte mir, das ist bestimmt Papa. Ich habe Papa lange nicht gesehen. Papa macht immer Masken. Ich bin traurig, weil Papa nie da ist. Nie umarmt er mich oder streicht mir durchs Haar. Aber wenn ich Mama frage, wenn Papa fertig ist mit der Arbeit, bekomme ich keine Antwort. Okay, war mehr mit seinen Masken als alles andere beschäftigt. Der Schrank ist mit einem Sphinx-Rosenmuster aus Muscheln dekoriert. Darin sind Kimonos für Mädchen. Hey, naja, immerhin. Okay, ich habe hier sonst auch keine Anzeige jetzt bekommen. Ich gehe mal raus. Hey. Wo zum Henker sind wir? Oh, eine Abstellkammer. Sehr schön. Oh. Guck an. Guten Tag. Hui Bu. Würde ich gerne abfotografieren. Warum kann ich sie nicht abfotografieren? Okay, dann funktioniert die Puppe anscheinend nicht. Dann ist das keine Puppe, die wir benötigen, um fotografieren. Ah. Ja, okay. Oh, die schönen japanischen Schiebetüren. Ah, die mag das Highgate sehr gerne, habe ich gehört. Sayaka schaut hinaus. Okay. Gehen wir gleich mal hin. Gucken erstmal in die Geisterliste wieder. Die gute Sayaka. Warum sie denn? Sayaka schaut hinaus. Rukas Mutter Sayaka in vergangenen Tagen, wie sie hinaus in den Hof starrt. Der sich ihr bietende Anblick wirft einen Schatten der Sorge auf ihr Herz. Okay, also ist das hier der Raum unserer Mutter? Oh.
Und natürlich dann auch gleichzeitig der Raum von unserem Vater, ne? Deswegen die ganzen Masken da an der Wand. Okay, hier kann ich nichts machen. Sayakas Tagebuch. Ich habe Ruka im Garten gesehen, im Mondschein. Sie wusste nicht, wer ich bin, als ich sie umarmte. Sie murmelt nur unverständliche Dinge mit einem ausdruckslosen Gesicht. Ah, diese scheiß Masken. Ruka fürchtet sich vor Spiegeln. Ich muss mit Dr. Haibara reden, bevor sie knospt. Wenn sich der Doktor sie nicht so schnell wie möglich ansieht, ist es vielleicht zu spät. Eigentlich wollte ich es ja Ruka geben, aber ich werde es noch eine Weile behalten. Ich warte, bis es ihr besser geht und sie mir wieder ein Lächeln schenkt. Oh Mann, ey. Das ist alles echt uncool, ne? Mit diesen Masken und so. Wow. Allein diese ganzen Versuche dann auch an den Kindern durchzuführen und so, ne? Es ist so krank. Es ist so krank. Er hat Ruka Masken aufgesetzt. Vor dem Altar hat er ihr verschiedene Masken aufgesetzt. Ist das der Grund, warum sie krank geworden ist? Ja, du bist auf der richtigen Spur. Er hat sich verändert. Er verbringt jeden Tag mehr Zeit an seiner Arbeitsstätte. Und jedes Mal, wenn er von der Arbeit zurückkommt, strömt eine unbeschreibliche Aura von ihm aus. Ich habe das Gefühl, die Schatten in seinen Augen sind dunkler geworden, aber das seltsame Funkeln in ihrem Innern wird von Tag zu Tag greller. Seine hastigen und unüberlegten Äußerungen verraten seine Ungeduld, aber er will partout nicht erzählen, was er hinterherjagt. Aber was immer es ist offenkundig, dass er bereit ist, alles dafür zu opfern. Was treibt ihn an? Wann immer ich darüber nachdenke, gerät mein Herz, das ihm vertrauen will, ins Wanken. Wenn Soja diese Arbeit beendet hat, wird er dann zu mir zurückkehren? Er wird nicht zurückkommen. Solche Gedanken gehen mir durch den Sinn. Er ist so anders als der Soja, den ich kenne. Ich muss Ruka von ihm fernhalten. Holy shit, ey. Sie war auf jeden Fall schon auf der richtigen Spur, ne? Also sie hatte definitiv schon den richtigen Riecher. Was den Vater anbelangt. Und dass wir durch die Masken uns verändert haben und dann auf einmal Geister sehen und. Oh, super, super kacke, ey. Die Mutter mag ich. Die Mutter ist cool. Auch wenn sie mich wahrscheinlich irgendwann hier befallen wird. Und mir auch den Garaus machen möchte. Warum auch immer. Oh Gott, es geht wieder weiter runter. Natürlich. Das wäre ein perfekter Jumpscare-Moment gewesen. Also gerade weil das Fenster zum Hof da auch so offen war, das hat echt dazu eingeladen. Ist der Gang zum Hof? Altarraum. Ah. Oh. Auf dem Altar ist eine Maske dargeboten, deren Oberfläche abblättert. Auf beiden Seiten der Maske sind Ahnentäfelchen aufgestellt. Ah, danke, ey. Danke, aber nein, danke. Die Tür wünscht und rührt sich keinen Zentimeter. Die Futons darin sind umgefallen und blockieren die Tür. Wieder schon so ein schöner Spalt, wo man durchgucken kann. Okay, da liegt ein Item. Ah, das sind wir. Mondsüchtiges Mädchen. Das waren wir. Das waren wir. Und unsere Mutter hat uns von oben beobachtet, wie wir auf dem Mond starren. Mondsüchtiges Mädchen. Die kleine Ruka steht im Hof und blickt zum Mond empor. Die beginnenden Symptome des MLS lassen sie herumwandern auf der Suche nach dem Mond. Ja, auf der Suche ins Jenseits, ne? So wie uns das am Anfang beigebracht wurde, dass der Mond das Jenseits darstellen soll.
Liebe Chan, herzlich willkommen zurück. Dann, wie ich sehe, bist du gut nach Hause gekommen. Das ist schön. Matten und Masken. Ein Foto vom Papa? Okay, das sah aber sehr schräg aus, das Foto vom Papa. Oh, das heißt, wir müssen den Vater bekämpfen, wa? Nicht die Mutter, sondern den Vater. Und den anderen Typ aus dem anderen Zimmer, oder nicht? Oh, ich glaube, der Vater ist auch ganz uncool. Ja, sein Gesicht ist doch verzerrt, oder? Nee, doch nicht. Ah! Und jetzt? Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Das heißt, man geht... Ah. Oh Gott! Warum glitschst du denn jetzt weg, Kamera? Danke! Alter, da ist mir die Kamera weggeglitscht. Das gibt's doch nicht, ey. Das ist doch nicht wahr. Einen Schlüssel gefunden. Kleiner Kirschblütenschlüssel. Na komm, ich heb den Schlüssel auf und jetzt... 3, 2, 1, Jumpscare. Ah, okay, fast. Ist das mein Tagebuch? Rukas Tagebuch 3. Morgen ist das Fest. Dazu setze ich eine Maske auf und schaue mir den Tanz an. Ich freue mich schon darauf, mit allen auf das Fest zu gehen. Aber vielleicht vergesse ich wieder Sachen, wenn ich die Maske aufsetze. Okay, Lea. Wegen dieser Krankheit verschwinden meine Erinnerungen. Wegen ihr verschwinden Leute, die ich nicht treffen kann oder die gestorben sind. Außer meiner Erinnerung. Papa verschwindet. Wenn ich versuche, mich an ihn zu erinnern, kriege ich Angst. Aber wenn ich mich nicht an ihn erinnere, verschwindet er. Der Papa in mir drin wird sterben. Ich habe Angst. Erinnern macht mir Angst. Aber bitte geh nicht fort. In der Schachtel ist eine Maske. Och nein, nicht aufsetzen. Beim Ansehen der Maske flammt ganz schwach eine Erinnerung auf. Diese Maske. Oh, bitte nicht aufsetzen. Bitte nicht aufsetzen. Ist auch mit irgendwelchen chinesischen Sprüchen und so verziert von innen die Maske. Ah, die Dame in Rot. Lady in Red. Tag des Festes. Nein, der Tag, an dem ich... Mein Atem, als ich fortgebracht wurde. Was haben sie mit mir gemacht? Okay. Alles begann mit der Maske. Okay, wir haben hier nichts mehr. Ich gehe jetzt einfach raus. Wir werden wahrscheinlich weitergeleitet werden, ne? Also, das Spiel führt uns ja eigentlich sehr gut immer weiter... Oder auch nicht. Ich laufe einfach. Okay. Wo kommt er jetzt her? Betrübter Patient. Das Mondlicht erleuchtet Teile seiner Erinnerung. Doch manchmal kann die Erinnerung zu einem Fluch werden. Stimmt. Passiert tatsächlich öfter, als man denkt. Besonders bei...
Bei Unfallleuten. Okay, das wird anscheinend hier sein. Ein Tagebuch gefunden. Sayakas Tagebuch 3. Hier spielt ein Schlüssel. Schlüssel verwendet. Oh, okay. Ah. Das Schloss des Tagebuchs. Okay. Ruka, es tut mir leid. Ich ertrage das einfach nicht mehr. Als mir der Polizeibeamte erzählte, wie er dich gefunden hat, ist alles, an das ich geglaubt habe, in sich zusammengestürzt. Er sagte, dass die unterirdischen Passagen, in der du gefunden wurdest, zu dem Aufzug der Haibara-Klinik führte. Ich habe dich Dr. Haibara anvertraut, damit er dich heilt, aber ich habe erkannt, dass das ein Fehler war. Und als ich hörte, was für Kleider du anhattest, als du gefunden wurdest und wie es in der unterirdischen Passage aussah, da drängt sich mir der Verdacht auf, dass er etwas damit zu tun haben könnte. Wenn er tatsächlich etwas mit dem Vorfall zu tun haben sollte, vielleicht gibt es keinen Ort mehr, wo wir sicher sind, an dem wir in Frieden leben können. Leere Seite? Oh, okay. Ich habe Herrn Kirishima gebeten, mich an den Ort zu bringen, wo er dich gefunden hat. Vom ersten Stock der Rogetsu-Anstalt aus, durch den Verbindungstrakt in die Haibara-Klinik, ins Kellergeschoss der Haibara-Klinik. Der Aufzug hatte noch nicht mal einen Knopf für dieses Geschoss. Es war noch tiefer als das erste Kellergeschoss. Da war der Ort. Die Anbauarbeiten waren unterbrochen, dort wo sie auf den alten Ursprungskanal trafen, direkt unter dem Mondscheinbrunnen. Das einzige Licht an diesem dunklen Ort waren die dünnen Mondstrahlen aus dem Brunnen. Kalte Schauer liefen mir über den Rücken und ich musste unaufhörlich zittern. Ich stand einfach nur da und weinte. Was ist dir dort passiert? Warum ist deine Psyche zerstört worden? Der Katagiri sagte, dass deine Erinnerungen nie wieder zurückkehren, aber du Glück hattest, noch am Leben zu sein. Das Wichtigste sei jetzt das Gleichgewicht deiner Psyche, das du gerade noch so aufrechterhältst, nicht zu zerstören. Er sagte außerdem, dass wenn du dich schonst und dich ganz langsam erholst, du irgendwann wieder ein normales Leben führen kannst. Aber du darfst nicht versuchen, dich an die Dinge zu erinnern, die vor deinem Gedächtnisverlust passiert sind. Wenn du dich dazu zwingst, dich daran zu erinnern, könnte deine Psyche ein weiteres Mal daran zerbrechen. Du könntest sogar erblühen. Ich weiß, es ist schwer für dich, deine unersetzlichen Erinnerungen zu verlieren, aber ich muss dafür sorgen, dass du dich nicht an deine Vergangenheit erinnerst. Lass uns nur noch nach vorne blicken. Ich will deine Hand fest in meiner halten. Von nun an sollst du nur noch schöne Erinnerungen haben. Ach, natürlich, natürlich. Und wir sind jetzt hier, wollen uns an den ganzen Schlamassel erinnern. Haben wir nicht sogar schon angefangen zu erblühen? War das nicht Ruka? War das nicht ihr Gesicht von Ruka, das verzerrt wurde, als wir in den Spiegel geblickt haben? Ich hoffe, wir können sie retten. Ich hoffe, wir können sie noch retten. Ich glaube auch, ne? Ich glaube auch, das war Ruka. Ja, hoffentlich können wir sie noch retten, ne? Notiz einer Schwester. Die Klinik ist von einer bedrückenden Atmosphäre erfüllt. Personal, das tödlich verunglückt. Patienten, die verschwinden. Plötzlich häufen sich die Unglücksfälle. Seit diesem Tag ist das Verhalten der Patienten noch seltsamer geworden. Die Schwestern und Ärzte halten dieser bedrückenden Atmosphäre nicht mehr stand. Seit sie gestorben ist, bin ich für Schwester Tono eingesprungen und kümmere mich um den dritten Stock, bis ein Ersatz für sie gefunden wird. Kurz nachdem ich für sie eingesprungen war, erreichte mich die Nachricht, dass eine der Patientinnen die Klinik verlässt. Eines der Mädchen, die verschwunden waren. Als ich ihr Zimmer aufgeräumt habe, fand ich das Tagebuch ihrer Mutter. Die beiden verlassen anscheinend die Insel. Also wird sie wohl nicht mehr kommen, um es abzuholen. Auch wenn sie schlimme Erinnerungen an diese Insel haben, so ist sie doch ihre Heimat. Vielleicht kommen sie eines Tages wieder hierher zurück. Solange werde ich es sorgfältig für sie aufbewahren. Ja. Danke. Danke für den Jumpscare, würde ich da mal sagen. Ah. Was? Was ist jetzt passiert? Ach, war wieder ein Six-Bar-Skill. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was real ist, was Spiel ist. Und ihr macht mich verrückt. Ihr macht mich verrückt, liebe Leute. Ich werde hier jetzt selber schon ganz verrückt. Ah, da oben.
Shit, ey. Das war böse. Alter Schwede. Oh. Ich ja echt noch. Also, irgendwann kriege ich einen Herzinfarkt in diesem Spiel. Und das nicht von den Geistern, die uns an den Kragen wollen, sondern einfach nur von diesen blöden Wandergeistern. Die sind viel, viel schlimmer. Die sind viel, viel schlimmer. Okay, wir haben 36. Wir könnten die... Komm, wir machen die Ladezeit. Hauen wir nochmal rein. Dann haben wir 16. Danach werde ich die Sensibilität nochmal erhöhen. Wobei, die geht eigentlich. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Komm, wir sparen auf die 50, damit wir die maximale Kraft noch erhöhen. Wir gehen auf die maximale Kraft. Weil ich finde, dass die anfängliche Sensibilität, das finde ich gar nicht so wild. Ich finde das eher entscheidender, wenn ich ein Foto geschossen habe, dass das dann sehr viel schneller wieder auflädt, damit ich kurz danach wieder ein Foto schießen kann. Okay, wir müssen uns jetzt auf dem Weg ins Haibara Krankenhaus machen, ne? So, oh, speichern, speichern, speichern. Wie viel Heilung haben wir denn? 8. Oh, wir können... Jawohl, ja komm, da gebe ich doch gleich mal... Komm, wir geben 100.000 Punkte für Filme aus. Guck mal, da sind wir fast voll. 89. Sind wir fast voll. Ach komm. Wie kriegen wir dazu? Ah. Ja, komm. Dann haben wir es wirklich fast ganz voll. Damit wir gestopft sind, ne? Für einen kommenden Bossfight. Okay. Das heißt, wir fahren jetzt mit dem Fahrstuhl nach unten. Ist das diese Tür denn für den Durchgang? Ist das der Durchgang oder... Nee, das ist die Rumpelkammer, die ins Kellergeschoss führt. Da kommen wir aber nur in den Innenhof und da geht es generell nicht weiter. Ich gehe mal davon aus, dass das sein wird. Achso, oh, okay. Wow. Wir müssen auf den Fahrstuhl warten, okay. Oder war das die Vorrats... Warte mal. Ein Moment. Stand doch in der Notiz genau drin, ne? Heilbeamte. Durch den Verbindungstrakt ins Kellergeschoss, da noch tiefer als erste Kellergeschoss. Okay. Ja gut. Okay. Nee. Ja, mal schauen. Keine Reaktion, dafür brauchten wir einen Schlüssel. Ich glaube allerdings, wir müssen in Vaterreinigung gehen. Ach nö. Okay. Ja, komm. Okay. Ja, ich hau ab. Lass mich. Also, ich gehe doch zum Vater Reinigung. Ich gehe hier links. Laut. Es ist immer so laut. Es ist immer so laut. Wow. Sie geht die Treppen sehr, sehr schnell, muss ich sagen. Wo war der Vaterreinigung? Oh. Nee. Ich hab dich genau gehört, Olle. Ich hab dich genau gehört. Oh. Warte, was? Wo geht's denn hier rein?
Können wir da runter? Throwing flashbang. Das Sprengobjektiv. Ah, oh Gott. Pudding. Ja, danke. Okay, warte. Oh. Objektive. Sprengen. Verbraucht alle Geistpunkte für maximalen Schaden. Könnte man so als letzten Ausweg nehmen, ne? Das speichere ich mir nochmal auf. Aber ich rüste es auf jeden Fall aus. Ich werde das auf jeden Fall, nee, die brauchen wir tatsächlich nicht. Nehmen wir hier rein. So. Okay. Ja, das können wir so lassen. Okay, was ist das für ein komisches... Irgendwas haben wir hier noch. Ah, hier. Okay. Oh, gleich 30 Stück. Halleluja, da können wir doch bestimmt wieder irgendwas machen. 46. Nein, uns fehlen 4. Okay, ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Dass dieser Schacht ist, aber wir gehen mal weiter. Okay. Mal schauen, ob wir jetzt durch die Tür durchkommen. Wenn wir hier nicht durchkommen. Oh. Boah. Weil dem bin ich gut ausgewichen gerade. Wer ist er denn? Sag mal. Daneben, du Hund. Sag mal, wie kann ich. Ich würde gerne anvisieren. Oh, Alter. Ja, danke. Ah. Oh, okay, warte. Ah. Shit. Erstmal heilen. Okay. Jetzt nicht so viel Schaden. Boah. Treffer. 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 Okay, wow, da habe ich guten Schaden gemacht gerade. Ich weiß nicht wie viel, aber... Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Ich glaube, sein HP ist schon gut runtergegangen. Ja, das ist da. Boah, wieder erwischt. Jawohl. Uiuiui. Der war gar nicht ohne. Der war gar nicht so ohne. Der war tatsächlich gar nicht so einfach, weil er sich immer wieder teleportiert hat und man so denn den Fokus verloren hat und natürlich auch die Aufladung dann verloren hat. Daher konnte ich ihn eigentlich fast nur durch Crits besiegen. Oh Gott, wir sind hier einfach, das war völlig umsonst. Wirklich? Ja. Verbindungskorridor, bitte. Nee, natürlich. Ah, okay. Aber wir haben was getriggert. Das ist schon mal gut. Dann wissen wir jetzt wenigstens, wie es weitergeht. Hm.
Natürlich. Okay. Ist doch die Lady in Red, oder nicht? Das war die Lady in Red. Geisterliste. Ach ja, wir haben ja auch noch einen Rachegeist bekommen hier. Da unten. Das ging tatsächlich. Das war okay. Das war okay. Takahisa Kuzuki, der Lehrling von Soya Yomotsuki. Er war von den schrecklichen Dingen, die sein Meister in seiner Besessenheit getan hatte, zutiefst beängstigt. Oh. Die Schwester Tsubaki Tono zog sich, um dem nächtlichen Wahnsinn ihrer Situation zu entgegen, ins Schwesternzimmer zurück. Der Moment war übel. Also der Jumpscare war echt ganz, ganz böse. Frau wandert umher, der Schatten einer Frau in Schwarz, gehüllt in eine schauderhafte Aura. Mit jedem Schritt lässt sie die Luft um sich herum gefrieren. Sorry. Oh, ein ganz böser Geist anscheinend. Eine ganz, ganz böse. Okay, mal gucken, was das Erdloch hier hervorbringt. Ja, genau, greif rein. Ist, ja. Ach so. Unter dem Fußboden liegt ein alter Schlüssel auf dem... Okay. Was wird denn der Schlüssel für die Tür sein? Und wieder zurück. Alter, Mann, ey. Ey, diese Wandergeister, ne? Die sind echt brutal. Also, Mann. Die sind echt brutal. Oh, was? Warte mal, was? Warum? Warum machst du das? Warum bist du so? Sei doch friedlich. Ich tu dir doch gar nichts. Ja, komm her. Oh, fuck. Pass. Shit. Okay, warte. Muss nur zeilen. Ich weiß ja nicht, also. Ah, shit. Zu früh. Ich hab. Oh! Ah! Oh Gott, ich seh nicht! Danke! Ah, wieder zu früh! Oh! War wieder zu früh. Ja, gut. Kommen Sie ran. Wir willen... Ah, immer zu früh. Ah, jetzt kommt sie von der Seite. Ja. Ah, nein! Okay, ich sollte aufhören, Crit zu versuchen. Ich kann das eh nicht. Ich bin zu langsam für den Scheiß. Jawohl, jetzt habe ich sie. Okay, darf ich das Item jetzt nehmen? Danke. Notizen des Wachdienst. Gehören Sie etwa der Krankenschwester von eben? Auch heute keine Veränderung. Sie schläft immer noch tief und fest. Das ist es, was mir Angst macht. Wie kann sie in diesem Zustand überleben? Ich konnte einen Blick auf die Aufzeichnung ihrer Hirnströme sowie Herz- und Lungenfunktion werfen, die auf dem Schreibtisch des Doktors lagen. Ich weiß, sie ist am Leben, hinter dieser Tür. Aber den Aufzeichnungen zufolge ist das eigentlich unmöglich. Okay.
Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ihr eines Tages wieder die Augen öffnen wird. Ich weiß, ich sollte mich über die Genesung meiner Patienten freuen, aber trotzdem bebt mein Herz vor Sorge. Ich habe Angst, dass wenn sie ihre Augen öffnet, die Welt, wie ich sie kenne, in Scherben fällt. Oh ja. Jetzt öffnet sich die Tür. Offen. Okay, das heißt wahrscheinlich, wir können jetzt hier unten in die Tür rein, oder? Wir können oben natürlich in die Tür, weil wir den Schlüssel dazu haben, aber ich glaube, wir sollten hier noch einmal gucken. Den Geist da unten haben wir ja schon besiegt. Von daher würden wir wahrscheinlich einfach in die Tür reinspazieren und dann einen Bosskampf haben. Mit der roten Frau oder so. Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich die sein. Gut, dann gehen wir jetzt in die Tür rein. Ja, der ist wirklich nicht so schlimm. Ach, warte mal. Der hat auf die Tür gezeigt, nicht auf die. Okay. Ich will es trotzdem noch mal gucken. Ich will trotzdem noch mal gucken, wie ob wir da jetzt durchkommen oder nicht. Ob da jetzt irgendwas passiert nach dem Geisterradio. Ah, die ganzen Talismane, die hier auch dran sind, ne? Krass. Also, oh, okay, sie ist immer noch zu. Na gut. Dann nicht. Dann werden wir in den Verbindungskorridor gehen. Für den wir den Schlüssel bereits in der Tasche haben. Die Luke ist auch bereits wieder zu. Das ist auch sehr gut. Welche Tür ist denn gemeint? Ah. Ja, Searcher. Danke. Ja. Natürlich ist es der Grapper. Welcher sonst? Welcher sollte mir sonst am besten schmecken? Würde jetzt überhaupt kein Alkohol einfallen, der mir am besten schmeckt. So gar keiner. Wobei ich echt sagen muss, Hörscher, du hattest mir doch mal so ein Likör zugeschickt. Wie hieß der noch? Der war echt lecker. Der war richtig lecker. Ah, ich weiß leider nicht mehr wie die Marke heißt. Der war echt lecker. Wenn ich wieder ein paar Groschen über habe, dann muss ich den echt mal bestellen. Weil der war wirklich richtig lecker. Der war richtig gut. Nee, ich finde das gar nicht witzig, dass ihr euch wegen meiner Grapperphobie so lustig macht. Dass ihr euch über meine Grapperphobie lustig macht. Och, das sieht ja nett aus. Oh, guck mal. Eine kleine Schatulle. Ein paar überhaupt nicht gruselig aussehende Masken. Guck mal, Items finden wir hier auch noch. Doch alle super hier. Oh, 10 Stück. Naja, es gibt leckeren Grappa und Grappa. Für mich ist alles Grappa. Für mich ist alles Grappa. Das ist doch eh alles Italien. Warte, was wollte ich denn jetzt gucken? Was haben wir da gerade?
Ach so, ja, genau. Wir haben ja gerade Steinchen aufgehoben. Gott, ich bring mich gerade durcheinander hier. Guck mal, ich kann wieder upgraden, aber ich möchte die anderen Sachen gar nicht upgraden. Trägheit, mir egal. Die sind mir egal und die beiden sind komplett. Das heißt, ich werde die Steine aufsparen für die anderen Protagonisten hier. Damit ich deren Objektive und Kameras dann upgraden kann. Oh, warte, was? Kann ich hier speichern? Ein großes Holzbrett mit eingeschnitztem Flammenmuster. Auf dem Schild steht Rogetsu-Schnitzerei. Das muss eine traditionelle Kunst dieser Insel sein. Okay. Ich habe dir wenigstens keinen Grappa-Shot gegeben, ja? Und ich lache ja nur darüber, dass Searcher das meint. Ah, ja. Ich kenne euch ganzen Pappenheimer doch. Traditionelle Kunst der Insel, ja, okay. Ach, das sind zwei! Ja, natürlich! Oh Gott, der hat so einen Helm auf! Das ist ja eklig. Ja, komm, ich versuch's. Ah, scheiße, zu früh. Wo ist eine andere da? Ah. Warte, ich geh erstmal. Ja, genau. Quit! Okay. Oh. Oh, das war gut. Liebe Chan, du bist mir die allerliebste mit dem Searcher zusammen, die allerliebste Zuschauerin. Und ich glaube, einen Grappa braucht man nicht. Also ihr seid doch so lieb, ihr würdet mir keinen Grappa geben. Na gut, der Searcher schon. Du nicht. Okay, wow. Zwei Marionetten ausgestellt. Ey, das war tatsächlich gerade gar nicht so schlecht von mir. Ich hab die echt gut besiegt gerade. Ich fühle mich irgendwie ausgeschlossen. Ja, gut. Ah, hier sind wir. Okay, hier kommen wir also raus. Wir hatten noch irgendwas im Operationsraum, oder? Arztbüro. Gesellschaftsraum. Krankenstation 1. Klinik 2. Stock. Krankenstation. Ich geh mal die Treppe runter, weil ich meine, wir hatten doch hier irgendwas im Operationsraum mit diesem komischen Schädel. Treffen wir denn jetzt eigentlich aufeinander mit dem anderen Typ? Weil der andere Typ, der müsste doch hier in der Lobby stehen, oder nicht? Okay, anscheinend nicht. Außer er kommt hier gleich von der Seite angesprungen, so, hey, hallo. E-Beams. Der Detective. So, warte, wir müssen Heilung kaufen, ne? Ja, wir müssen Heilung kaufen. 3 Stück. Okay. Ja, der Psychate ist halt der Psychate. Ist halt, was soll ich sagen? Schleswig-Holsteiner. Das ist... Ne? Ich meine, ich könnte euch jetzt eine Geschichte vom Besten geben. Dann werdet ihr genau wissen, was bei Psychate so los ist. Das tue ich natürlich nicht.
Okay, warte. Nicht hier in den. Ah! Danke. Oh, ach Mann. Immer wieder. Okay, wir müssen ja nach unten. Okay, dann, Basement würde ich sagen, ne? Geht noch weiter runter. Okay. Es hieß ja im Schreiben von dem Tagebuch von ihr, das ist ja... lalalala. Was? So. Guten Tag. Schön, dass du mich beobachtest, ja. Gott, das ist wieder dieser Typ mit seinem komischen Helm auf dem Kopf, ne? Hallo? Warum konnte ich die Puppe nicht fotografieren? Oh, rede nicht von Energy. Ich bin noch in der Entzugsphase. Oh, okay. So schlimm, ja? Ah, hier sind wir. Ah, das ist der Fahrstuhl. Okay, hier sind wir. Und jetzt kommen wir zu den Priestern. Phase 6 abgeschlossen, Mondlied.